So, ich bin hier gerade am Durchgehen von der Pin-Belegung und messe hier wirklich jeden einzelnen Scheißkabel durch. Und wie man hier sieht, das ist alles das, was ich jetzt schon rausgezogen habe. Das heißt, das hat keine Verbindung mehr zum Motorsteuergerät. Das ist jetzt zu kompliziert zu erklären, was da alles quasi abgemacht ist, aber es ist eine Menge. So, und jetzt machen wir mal den Motor an. Also wie man sieht, läuft der Motor noch, obwohl der ganze Scheiß hier abgeklemmt ist. Und naja, wie gesagt, ich versuche hier alles Mögliche zu überbrücken, aber wenn man hier mit der Temperatur wieder runtergeht, mit meinem tollen Dingsi-Bumsi, dann rum und aus ist er. Ja, aber krass, oder? Der Fehler ist immer noch da, obwohl hier nur noch ein Bruchteil der Kabel überhaupt angeschlossen ist. So. Feierabend für heute, mal gucken, wie es weitergeht. Also ich bin hier gerade am Editieren von dem Video und damit das nachvollziehbar ist, was ich mache, muss ich mal hier so ein paar Sachen kommentieren, weil ich leider nicht alle dokumentiert habe. Also wie man jetzt hier in diesem Ausschnitt sieht, in dem Bild, was da jetzt stehen geblieben ist, da sieht man so eine roten Punkte an diesem Motorsteuergerät, an den Schrauben. Mal darauf achten. Das ist jetzt nämlich der Punkt, wo ich das Motorsteuergerät mit dem Endbuchstaben R gegen das Motorsteuergerät mit den Endbuchstaben AE getauscht habe. Und ursprünglich hatten beide Motorsteuergeräte sind da ausgegangen, wenn die Temperatur über 90 Grad kam. Ich weiß nicht, was sich jetzt da an dem Punkt verändert hat. Warum das danach mit dem AE-Motorsteuergerät nicht mehr passiert ist, aber ich weiß, dass ich dieses R-Motorsteuergerät, das konnte ich in dem Moment nicht weiterverwenden, weil da dieser Wegfahrsperren-Emulator, den ich da eingebaut habe, der ist irgendwie in Arsch gegangen, der hat irgendwie nicht mehr gearbeitet, da muss irgendwie eine Lötverbindung kaputt gegangen sein, als ich da dran rumgewackelt habe. Auf jeden Fall hat der die Wegfahrsperre nicht mehr deaktiviert und dann dadurch, dass ich ja aber noch das andere Motorsteuergerät, beziehungsweise die anderen beiden Motorsteuergeräte rumzuliegen hatte, habe ich halt gedacht, ja, scheiß drauf, bevor ich jetzt hier anfange, an diesem Emulator rumzulöten, nehme ich einfach das andere Motorsteuergerät. Und das war blöderweise ein Fehler, der mir nicht so, also da hätte ich nicht dran gedacht, dass das irgendwie ein Problem sein könnte. Aber naja, wie gesagt, ich habe jetzt quasi nachfolgend weiter diagnostiziert und dann war der Fehler weg. Ja, und ich dachte, huhu, ich habe es gefunden, aber habe ich gar nicht gefunden. Hat sich dann später herausgestellt, das war das AE-Motorsteuergerät, weshalb der Fehler jetzt weg war. Warum der mit dem AE-Motorsteuergerät ab dem Zeitpunkt nicht mehr aufgetreten ist, habe ich tatsächlich bis jetzt nicht rausgefunden. Von daher muss ich da irgendwas verändert haben im Laufe der Zeit. Aber sozusagen, was das konkret war, da habe ich eher da hab ich eine Vermutung, aber die werde ich mal später im Video nochmal erläutern, was der Grund dafür sein könnte. Naja, jetzt erstmal weiter im Text. Ich hoffe, das bleibt nachvollziehbar. Ich bin jetzt dabei, die Signale durch den neuen Kabelbaum zu schleifen, von dem ich natürlich hoffe, dass der in Ordnung ist. Aber wissen tut es natürlich auch nicht. Aber naja, hoffen wir mal das Beste. Also bisher der Fehler noch nicht gefunden, aber bin dabei. Es ist kaum zu glauben, aber ich habe auf jeden Fall den Seitenstrang gefunden, wo das Problem ist. Wie wir sehen, haben wir 105 Grad und der Wagen läuft. Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass der Wagen läuft. Und was auch immer den Fehler verursacht, befindet sich in diesem Kabelstrang. In den Pins, die man da sieht. Da muss der Fehler sein. Also, nächstes mäusemelkendes Update. Mach mal den Motor aus. So, also. Völlig absurd. Der Fehler ist weg. Und ich kriege ihn nicht wieder reproduziert. Ich habe jetzt von hier aus, das ist der Ersatzkabelbaum. Na, so. Von dem aus gehe ich jetzt hier von den ganzen Pins zu der Ansauglufttemperatur, dem Leerlaufsteller, der Drosselklappe, dem Kühlmittelsensor, beziehungsweise meinem Fake hier, dem Hallgeber. Und das wird quasi alles einmal durchgeschleift durch den neuen Kabelbaum.
dann wieder sozusagen kommt es hier aus dem alten Kabelbaum raus und geht dann auf das Motorsteuergerät. Also nochmal, um das nachzuvollziehen, sozusagen, was ich eigentlich mache. Gehe sozusagen mit den Signalen ganz normal in den alten Kabelbaum rein. Komme dann aber sozusagen an den einzelnen Steckern, die wir hier haben, aus dem Kabelbaum wieder raus und gehe nicht auf die Sensoren, sondern schleife das erstmal einmal komplett durch den neuen Kabelbaum durch und dann auf die Sensoren. Und der Fehler ist weg. Ich kann ihn nicht mehr aktuell kriegen, ihn nicht reproduziert. Egal wie heiß ich die Motortemperatur einstelle, der Wagen geht nicht aus. Und das ist mir ein komplettes Rätsel an diesem Punkt, weil als ich die sozusagen, das, was ich jetzt gemacht habe, das wollte ich ja vermeiden, hier 1000 Kabel zu legen. Ne? Also hier, das ist übrigens die gemeinsame Masseverbindung, also die hier quasi auch nochmal alle, also jeder Sensor ist jetzt quasi so verkabelt, dass wenn da irgendwas im Leitungsstrang ein Störsignal produziert, was dazu führt, dass der ausgeht, dann müsste der das eigentlich jetzt tun. Aber er tut es nicht mehr. So, und jetzt nochmal, was habe ich vorher gemacht? Vorher bin ich habe ich den kompletten Kabel, also den Teil des Kabelbaums mit den besagten Sensoren, der Fehler ist immer aufgetreten, ne? So, und jetzt habe ich alle Sensoren hier am Original Motorkabelbaum rausgenommen, abgeklebt, scheiß drauf, sozusagen Kabelbaum scheiß drauf. Dann bin ich von dem Motorsteuergerät in den hier reingesprungen und dann jeweils sozusagen die Enden an die einzelnen Sensoren angeschlossen. Und wo ich das gemacht habe, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, ist der Fehler verschwunden gewesen. Ab da hatte ich den Fehler nicht mehr. So, und dann dachte ich, na gut, dann mache ich das jetzt quasi rückwärts. Dann muss ja der Fehler quasi, wenn man das nach und nach sozusagen durchgeht, muss ja der Fehler irgendwann wieder auftauchen. Und da taucht aber ein Scheiß auf. Kein bisschen Fehler hier ist aktuell zu sehen. Also, so ein bisschen bin ich jetzt mal mit meinem Latein am Ende. Aber das ist ja das schöne Diagnosevideo, soll ja weitergehen. Von daher, ich gehe jetzt schlafen und dann mal kicken, wie es weitergeht. So, jetzt wird das Motorsteuergerät nochmal getestet. So, der Nachvollziehbarkeit halber jetzt also hier nochmal ein Kommentar, weil ich das eben, während ich das diagnostiziert habe, auch da jetzt nicht richtig dokumentiert hatte. Mir kam das irgendwie wirklich so spanisch vor, dass sozusagen dieser Fehler mit ihnen mal weg war. Also ich konnte die Motortemperatur hochjubeln, wie ich wollte. Den Fehler, der war es nicht mehr aufzutreten. Ich konnte den nicht wieder reproduzieren. Und bin sozusagen einfach da, also ich dachte, ich bin blöd, das kann ja nicht sein, dass der Fehler jetzt einfach weg ist, obwohl ich nichts verändert habe, quasi alles wieder so zusammengesteckt habe. Und deshalb habe ich jetzt, das kann man jetzt in den nächsten paar Minuten sehen, also sozusagen, ich habe wirklich an mir gezweifelt, also habe ich nochmal alle Motorsteuergeräte einzeln getestet, an dem guten weißen VW-Bus, ob der Fehler mit diesen Steuergeräten, die Kabel an dem VW-Bus auftritt. Also quasi mit dem, sowohl mit dem Originalen, was in dem Weißen drin ist, was ein Q ist, als auch mit dem Ersatz, was ein Q ist, was die Kabel, als auch mit dem Ersatz mit dem R und dem Ersatz mit dem AE. Die hätte ich jetzt quasi alle drei durchgetestet. Und das kann man jetzt in den nächsten paar Minuten sehen. Ja, wenn ihr das nicht sehen wollt, könnt ihr jetzt zu der Zeitmarke vorspringen, die ich jetzt gleich einblenden werde. So, jetzt wird das Motorsteuergerät nochmal getestet. So, sieht zwar nicht so aus, als hätte sich viel geändert, aber jetzt habe ich hier mal die Wegfahrsperre, die originale, deaktiviert an dem Auto und durch einen Wegfahrsperren-Emulator ersetzt, weil man weiß ja nie, vielleicht macht das Ding ja Probleme. Wir sind bei 68 Grad und jetzt zack, knall ich ihn hoch auf 113 Grad und der Wagen läuft wie eine 1. So, nächste Modifikation ist, ich habe jetzt die weiterhin die Wegfahrsperre deaktiviert mit so einem Emulator und habe jetzt das Motorsteuergerät gegen ihn getauscht mit dieser Nummer hier, mit dem AE hinten. Ich glaube, die anderen Zahlen sind die gleichen, aber hinten ist kein Q wie bei meinem im Original, sondern ein AE.
Ja, jetzt starte ich den mal. Wir sehen, da hinten sind wir auf 400 Ohm. Wagen läuft wie ein 1. So, wir sehen 68 Grad. Erhöhe die Temperatur. 113 Grad, der Wagen läuft immer noch in 1. Wie gesagt, das ist das Motorsteuergerät mit AE hin. So, nächste Modifikation. Jetzt ist hier ein Motorsteuergerät drin, was wieder die gleiche Nummer hat, aber hinten ein Q. Und naja, jetzt starten wir das mal. So, wir sind bei 68 Grad. Man sieht es zwar nicht schön, aber man sieht, bei 113 Grad passiert hier gar nichts. Das läuft einfach weiter. Das ist, wie gesagt, exakt das gleiche Motorsteuergerät, was hier in dem weißen Bus auch verbaut ist. Ja, genau. Und jetzt der letzte Test. So, das letzte Motorsteuergerät, was ich habe, ist eins mit einer R hinten. Ansonsten wiederum die gleiche Nummer. So, 68 Grad, der Motor läuft, 90 Grad, der Motor läuft, 113 Grad, der Motor läuft in 1. So. Also kann ich machen, was ich will. Auch wenn man es jetzt hier so ein bisschen dünn sieht, der Motor mit dem unveränderten Ding, wo sozusagen alles original ist, bis auf sozusagen, dass ich das Motorsteuergerät getauscht habe. Und natürlich den Widerstand, den Manipulierer. Sozusagen laufen alle, auch wenn man die auf 113 Grad stellt. Und jetzt hier ist die Lambda-Sonne auch warm genug geworden, dass er wieder anfängt zu regeln. Also, ja. Das heißt, alle Motorsteuergeräte, die ich habe, laufen in diesem unveränderten Auto ohne Probleme. So, jetzt haben wir hier das Phänomen, dass der Wagen mit 105 Grad läuft, original durch den originalen Kabelbaum und durch den zusätzlichen Kabelbaum. Und allerdings mit diesem AE-Motorsteuergerät. Das AE-Motorsteuergerät scheint also da nicht so empfindlich für diese Problematik zu sein. Das hat mich ein bisschen verwirrt oder hat mich jetzt in meiner Diagnose ein bisschen zurückgeworfen, weil das diesen Fehler irgendwie zumindest gerade nicht auswirft. Wobei das Problem mit dem Fehler auch bei dem Wagen schon war. Naja, und jetzt mache ich mal R und Q rein. Wie gesagt, wir wissen ja von dem anderen Auto, dass die unproblematisch sind. Und da wird es dann wieder Probleme geben. So, wir haben jetzt also wieder das Q-Motorsteuergerät und ich verändere den Temperaturwert. Zack, wieder höher und dann 87 Grad, aus ist er. Kann ich auch wieder runter gehen. Gut, also wir wissen, das AE-Motorsteuergerät scheint da nicht so anfällig zu sein. Obwohl ich das AE-Motorsteuergerät, als ich hier noch nichts an dem Kabelbaum gemacht habe, drin hatte und den gleichen Fehler produziert hat. Also das ist weniger anfällig, wie es aussieht, aber nicht komplett frei der Problematik. Naja, und das Q und das R haben wieder das gleiche Problem. So, jetzt geht's weiter mit Durchschleifen. Also das Video ist schon lange genug, deshalb will ich das an der Stelle mal beenden, aber man kann halt hier schön an den letzten 15 Minuten sehen, wie sozusagen kleine Veränderungen, die man selber nicht dokumentiert und testet, dazu führen können, dass man einfach eine Zeit lang einfach komplett in die falsche Richtung rennt, beziehungsweise alles, was man so an Diagnose macht, irgendwie einen in der Fehlerfindung nicht weiterführt, weil
Naja, wenn man halt eine kleine Veränderung gemacht hat und ja nicht sozusagen registriert hat, dass man eine Veränderung gemacht hat. Man dachte, man hätte ja nichts, beziehungsweise in meiner Wahrnehmung habe ich halt nichts verändert. Und also das hat mich jetzt hier wieder bestimmt 5, 6 Stunden gekostet mit diesem ganzen Kabelbaum-Ersatzkabel quasi produzieren und krimpen und alles sowas, was ich quasi nicht hätte machen müssen, wenn ich das also wenn ich das einfach getestet hätte. Also das, wirklich, das Problem war, ich habe das mit diesem Motorsteuergerät, mit dem R gemacht, dann ist da, wie ich schon in dem vorherigen Kommentar gesagt habe, halt eben dieser Wegfahrsperren-Emulator ausgestiegen. Und dann habe ich quasi auf das AE gewechselt und dann war da das Problem nicht mehr. Und ich hätte aber, dass das Problem da nicht mehr war, das habe ich aber nicht unmittelbar getestet, sondern ich habe irgendwie das Steuergerät gewechselt und habe dann so, gut, okay, jetzt baue ich mal diesen Motorkabelbaum um und baue mir da quasi alles irgendwie neu. Und bis ich das quasi alle zusammengesteckt habe, sind diverse Stunden ins Land gegangen. Dann habe ich den Motor das erste Mal gestartet und dann war der Fehler weg. Und wenn ich den Motor aber unmittelbar gestartet hätte, nachdem ich das neue Motorsteuergerät angeklemmt hätte, dann hätte ich schon gesehen, oh, der Fehler ist ja weg. Was ist denn jetzt hier los? Ja. Also, dann hätte ich zwar zu dem Zeitpunkt, genauso wie jetzt, genauso wie jetzt nicht gewusst, woran es liegt, aber ich hätte quasi gewusst, dass hier jetzt gerade eine Veränderung stattgefunden hat. Naja, wie gesagt, was jetzt meine Theorie ist, warum das jetzt mittlerweile bei dem AE nicht mehr stattfindet, das erkläre ich mal in einem anderen Video komplex. Aber ja, das ist irgendwie jetzt der Status quo. Also den Kabelbaum soweit getestet, Drosselklappe, Leerlaufsteller, Ansauglufttemperatur, Kühlmittelsensor, Hallgeber, noch was? Nee, das müsste sein. Genau. Also sozusagen den Teil vom Kabelbaum, soweit habe ich den jetzt quasi durchgetestet. Fehler ist immer noch da. Und ja, jetzt werde ich weiter diagnostizieren, beziehungsweise weiter schneiden. Und ja, dann geht es weiter im nächsten Video. Ich hoffe, ihr haltet mir die Treue und ich hoffe vor allem, dass das irgendwie nachvollziehbar bleibt. Naja, das ist hier ein großes Hobby von mir, ne? Ich werde dafür nicht bezahlt. Alles, was ihr bei YouTube an Werbung vor meinen Videos seht, da krieg hier Nullover. Nichts krieg davon. Ich würde das gerne abstellen. Das gibt bei YouTube so eine geile Regelung seit einiger Zeit, dass du, also das ist wirklich absurd. Wenn du bei denen bezahlter Werbekunde bist, also sozusagen Content Creator bist, der quasi Kohle bekommt für seine Videos, dann hast du die Möglichkeit, die Werbung vor deinen Videos zu deaktivieren. Du sagst irgendwie, ich will die Videos nicht monetarisieren und dann wird davor auch kein Video gezeigt. Ich bin aber nicht monetarisiert, weil ich überhaupt nicht die Bedingungen dafür erfülle, sozusagen, dass ich das machen könnte. Und deshalb steht mir aber auch nicht zur Verfügung die Möglichkeit, dass ich die scheiß Werbung ausschalte. Also tut mir leid, wenn ihr hier Werbung davor seht und dass sozusagen ihr mich nicht mal damit supporten könnt. Dass ihr diese scheiß Werbung jetzt gesehen habt. Also von daher benutzt doch hoffentlich auch einen Adblocker. Ja, naja, ja. Wie gesagt, ein großes Hobby. Ich weiß ja nicht, ob ich damit mein Geld verdienen wollen würde, weil das ist, ne, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann muss man sich ja ein neues Hobby suchen. Also insofern, also ich meine, klar, kann man hier und da mal irgendwie den einen oder anderen Euro mit verdienen mit seinem Hobby auch so. Kennt ja jeder, aber der ein Hobby hat, aber sozusagen, wenn ich überlege, was ich hier an Stunden drin gesteckt habe, also jetzt bis zu dem Punkt, wenn ich jetzt sozusagen mal alle zusammenrechne, ich bin bei, also wirklich jenseits der 100 Stunden, die ich jetzt bisher in das Auto drin gesteckt habe. Und der Fehler ist bis zu diesen 100 Stunden auf jeden Fall noch nicht gefunden. Also, naja, wie gesagt, nächstes Video geht weiter, die Diagnose geht weiter, die Suche geht weiter. Ich finde den Fehler noch wirklich.